meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr gerade eingeschaltet habt und ohne Witz, genau in der Sekunde, wo ich gerade diese Aufnahmen begonnen habe, fängt mega an draußen die Sonne zu scheinen. Also erstmal, für uns ist heute der zweite Weihnachtstag, das heißt, wir waren gestern bei Julians Familie, wir gehen heute zu meiner Familie und müssen eigentlich auch sofort los, weil jetzt um 1 Uhr Mittag gegessen wird. Meine Großeltern kommen auch, also ein schönes kleines Familienfest. Hallo Klaus, dir wünschen wir natürlich auch ein wunderschönen zweiten Weihnachtstag. Dann kommen wir natürlich erstmal zur Verlosung für meine Abonnenten und ich dachte mir, dass ich nochmal so eine wunderschöne XXXL Beauty Schminkbox verlose. Da sollte auf jeden Fall für jeden, der sich gerne schminkt, was Geiles dabei sein. Das Einzige, was ihr tun müsst, um diese Verlosung zu gewinnen, ist natürlich wie immer einfach nur dieses Video zu kommentieren, denn mit jedem Kommentar, den ihr schreibt, nehmt ihr einmal teil und die Verlosung ist natürlich wie immer für meine Abonnenten. Wenn du mich noch nicht abonniert hast, darfst du das gerne über den Link in der Infobox machen. Hier liegen schon die ganzen verpackten Geschenke, die wir jetzt alle mitnehmen. Ich ahne etwas. Ich ahne etwas. Ja, rot, blau, mit Zuckerpatronen, Mann. Oder? Was zum Malen? Was ist das nun? Ja, warte. Wow. Das ist ja toll. Guck mal, die Mama sich freut. Echt? Dankeschön. Mama. Und Mama, ich habe extra die große mit Milchschäumer gekauft. Damit kann man sich Cappuccino, Latte Macchiato machen. Toll. Du kannst dir damit heiße Milch für Kakao machen. Super. Ich glaube, meine Kaffeemaschine macht sie mich nicht mehr lange. Ich habe es so schön eingepackt, dann habe ich es eben hochgehoben, dann ist das Ganze gekriegt. Oh ja. Ist das 24? Hey! Ach so. Der Kalender! Ich hatte der Mama einen Lakritz-Adventskalender gekauft. Das ist ja eine super. Ach, dann nimmst du den eben im Januar. Aus Dubai. Aus Dubai. Von Wahnsinn. Danke, Spazi. Und jetzt haben wir noch ein Geschenk für dich, Mama. Danke. So kann man Papier auch richten. Nee, ne? Echt jetzt? Ach, Wahnsinn. Toll, jetzt hat jemand so was iPhone wie wir. Was ist das jetzt, iPad? Das iPhone. Leute, ne? Es gibt immer so ein Bettchen, wer hat das bessere iPhone? Jetzt ist Mama wieder am Führen. Das müssen wir natürlich erklären. Was seid ihr denn für, was macht ihr denn für Geschenke? Ich freue mich riesig, Schatzi. Also, meine Mama hat mich rausgefordert. Meine Mutter und der Julian werden jetzt ein Lamborennen hier machen. Okay, was wettet ihr, wer gewinnt? Was sagst du, Papa? Die Mama gewinnt. Was sagst du, Oma? Julian gewinnt. Julian. Ich sag auch, Julian gewinnt. Ich sag auch, Julian gewinnt. Auf die Plätze. Fertig. Los! Mama, der Julian ist gleich wieder zurück. Ja. Wo sollst du denn hinfahren? In die Küche. Mama, du bist echt sowas von schlecht. Irgendwie habe ich mich nicht so wirklich herausgefordert gefühlt. 3, 2, 1, los! Ey, nicht die Kamera umfahren. Oh, da guck, der Stefan ist auch nicht besser als ich. Ich sehe überhaupt nichts. Wer ist denn der Orangene da? Dein Papa hat gewonnen. Du bist zumindest angekommen, ich eben nicht. Okay, wir gehen jetzt mal eine Runde spazieren. Okay, hau raus. Fahr sie um. Hallo. So, wir sind jetzt zu Hause und meine Schwester hat ein kleines Geschenk mitgebracht. Hast du es drauf wieder rausgehüpft? Ich hab die ganze Spannung kaputt gemacht. Guck mal, ist direkt schon auf Erkundungstour. Was tut er? Okay, mal gucken, wo er als erstes hingeht. Bestimmt in die Küche, oder? Wir nehmen. Und nicht die Couch, mein Freund, dann werde ich sauer. Er geht zu Bilou. Nee, nein, doch nicht. In die Küche, ich wusste es. Erster Gang in die Küche. Mach mal Licht an. Geil, wieder hier alles untersucht. Denkst du, ihm gefällt's hier? Klar, der ist jetzt voll aufgeregt und neugierig. Okay, Küche scheint uninteressant zu sein. Okay, Badezimmer darf er auch noch rein, wenn er Bock hat. Okay, er hat Bock. Der muss auf Toilette. Der will duschen. Nein, bitte nicht die Luftmatratze kaputt machen, da muss doch an Silvester jemand drauf schlafen. Mhm, alles sehr interessant. Na? Krass, wie der wirklich, der erkundet jede einzelne Ecke. Maijo! Wen findest du cooler? Maijo?
Julian, auf dich hat er schon mal überhaupt keinen Bock. Deine Entscheidung. Wen magst du lieber? Hm? Oh nee, nicht den Julian, komm, ernsthaft. Er hat an mir gerochen, hast du gesehen? Der guckt schon wieder mich an, hast du das gesehen? Krass, wie der einfach richtig demonstrativ an dir vorbeigeht. Aber ganz ehrlich, Julian ist ein Arsch, hätte ich auch keinen Bock drauf. Da muss ich jetzt erstmal hier ein bisschen einleben, ne? Dann machen wir ein paar Spiele mit dem. Also erstmal ganz kurz zur Erklärung. Wir wissen, wir haben ja schon tausendmal gesagt, Julian hat eine Tierhaarallergie und eigentlich gegen Katzen richtig stark. Aber er hat es halt sein ganzes Leben schon und er liebt Tiere einfach so sehr. Und manchmal, wenn wir zum Beispiel Freundinnen haben, die Hunde haben oder so, dann lassen wir die auch manchmal mitbringen. Oder der Kater jetzt von meiner Schwester zum Beispiel, wir waren den ganzen Tag zu Hause und das ging einigermaßen klein. Jetzt haben wir gesagt, komm, wir nehmen den jetzt einmal mit für ein paar Stunden und gucken mal, was der hier so alles Schönes macht. Ich hatte gerade die mega coole Idee. Jetzt kommt eine bisschen gemeine Idee, ich muss es zugeben. Ich habe hier einfach mein elektrisches Spielauto jetzt genommen, da hinten ist so eine Ladefläche drin. Wir werden jetzt drei Leckerlis da reinlegen. Falsche Richtung, Katze! Und ich fahre jetzt mal an dem vorbei und gucke, ob der das checkt. Der ist diese Auto schon gewohnt, weil die zu Hause voll oft da Rennen machen. Also ich glaube nicht, dass er jetzt da Angst vor hat. Ja, das ist Hier sind die dran. Aha. Jetzt findest du es doch. Aha. Ist nicht wahr. Der nimmt sich den nicht, das ist doch nicht sein Ernst. Bruh. Nee, das ist nicht sein Ernst. Ih, der hat auf den Boden gesabbert. Aha, da oben ist jetzt besser, oder was? Was will der? Will der springen? Nee, der will sich hinlegen. Aber er hat keinen Platz. Wie lustig sieht das denn aus mit dem Spiegel? Das ist so eine unfassbar süße Aufnahme. Echt? Als ob zwei Katzen kuscheln würden. Aber guck dir mal diesen Platz an, an den er sich ausgesucht hat zum Chillen. Das ist ja wohl der ungemütlichste Platz aus der ganzen Wohnung, oder? Wir haben da eine riesen Decke, eine riesen Kuscheldecke und du legst dich da drauf. Da ist einfach nur ein Loch. Da kann er nicht rein. Oh, bitte mach keine Kratzer in die Couch. Nein. Warum guckt der immer so hoch? Was will denn der an der Decke? Was ist das denn für ein Geräusch? Hier, nimm dir das Kissen. Ja, wunderbar. No, jetzt freut er sich, Juli. Du hast ihm ein kleines kuscheliges Plätzchen gegeben. Denkst du, ihm gefällt es dir? Er fühlt sich auf jeden Fall nicht unwohl. Was ich auf jeden Fall voll geil finde, ist, dass ich gerade keine allergische Reaktion kriege, meine Augen irgendwie tränen oder so. Und das, obwohl ich so nah an ihm liege. Leute. Du bist eine kleine Wunderkatze. Ich glaube, ich sollte mir noch mal beim Arzt dann so eine Probe machen lassen gegen eine Allergie, dann kriegt ihr so einen Streifen oder irgendwie sowas, dann wird das so ein bisschen die Haut aufgekratzt und dann wird dann geguckt, ob ich irgendwie Ausschlag, eine allergische Reaktion, dann nehmen die mein Blut ab, lassen das im Labor prüfen und so. Ich glaube, das sollte ich nochmal machen. Okay, was haben wir vor, Bibi? Wir wollen Bekanntschaft zwischen der Maite und dem Klaus machen, ne? Mal gucken, ob die sich mögen. Yeah! Was sagst du zum Klaus? Oh. Der hat Angst vor dem Klaus. Oh. Boah, ist der Klaus groß, oder? Lecker schmeckt das. Mmh. Oh, hä? Hat er das gar nicht gegessen? Doch, es waren zwei. Ja gut, dann verabschieden wir uns von dir. Spaß, Fahrgast, ne? Haben Sie getrunken, Herr Taxifahrer? Ich trinke immer. Sehr gut. Immer trinke ich Wasser. Okay. Also ich Wasser ist gut, Wasser ist also gut. Ich trinke gar nicht. Ne? Sie sollten sogar täglich bis zu 3 Liter Wasser trinken. 3 Liter, ja, das ist... So, ab 5 Liter ist echt ein bisschen kotig. So, und da stellst du alles in YouTube. So, Leute, wir sind wieder zu Hause angekommen. Die Bibi ist sofort ins Bett. Die war komplett K.O. Ich glaube, wir haben gerade 7 oder 8 Uhr. Ich weiß es gar nicht. Okay, wir haben nur 6 Uhr, aber die Bibi war trotzdem total K.O. Meinte, sie will das Video morgen zu Ende drehen, aber ich kenne die ganze Prozedur, die wird morgen einfach verschlafen. Und darum würde ich sie einfach überraschen, werde jetzt das Video zu Ende drehen. Darum möchte ich einfach nochmal auf die Verlosung aufmerksam machen und muss leider bemerken, dass ich gar nicht weiß, scheiße, was haben wir verlost? Ich glaube, Leute, ihr wisst ja, was wir am Anfang verlost haben, ja? Ich bin mir zu 99% sicher, dass wir eine Beautybox verlost haben. Ich glaube, das Ding gehört auch noch dazu. Also einfach kommentieren, abonnieren. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Video. Gerne gebt uns einen Daumen nach oben. Der Sam hat halt heute Geburtstag, beziehungsweise hatte gestern Geburtstag und wir haben heute, weil wir ihn irgendwie einen Tag später gesehen haben, weil er über Weihnachten bei seiner Familie war, haben wir jetzt reingefeiert und haben, ja, einfach heute Spaß gehabt und irgendwie auf nichts geachtet, was eigentlich ziemlich dumm ist,
weil wir das Video pünktlich um 11 morgen für euch hochladen wollen. Aber dafür bin ich jetzt einfach da. Darum wünsche ich euch jetzt allen einen wunderbaren Tag. Macht's gut, habt viel Spaß. Guckt noch die anderen Videos unbedingt an. Und das war's. Bis zum nächsten Mal. Habt eine wunderbare Zeit und tschüss.